Warum ich blogge? Was Lehrende zur Blognutzung motiviert? Blogs sind mittlerweile ein von Lehrenden gern genutztes Werkzeug. Die Gründe für die Nutzung sind meistens so vielfältig wie die Gründe dagegen. Da auch die E-Portfolios im Projekt Teach4TU Blog sind, kam uns der Aufruf zur Blogparade Hilfe, mein Prof bloggt, gerade recht. Hier haben wir gezielt über unseren Tellerrand hinausschauen können, um herauszufinden, warum andere Lehrende eigentlich bloggen. Dazu haben wir die Blogparade, die im Rahmen des Saxon Open Online Course, kurz SUK, entstanden ist, analysiert. Dieser SUK lief von April bis Juli 2013 und hat sich allgemein mit dem Thema Lernen 2.0, persönliches Lern- und Wissensmanagement mit Social Media, beschäftigt. 23 Beiträge der Blogparade haben wir anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse unter die Lupe genommen. Diese qualitative Auswertung erfolgte in Anlehnung an Philipp Meyring nach der Methode der strukturierenden Inhaltsanalyse in der Unterform der inhaltlichen Strukturierung. Übersetzt heißt das, dass wir erst einmal eine konkrete Fragestellung brauchten, anhand derer wir die Blogbeiträge analysieren konnten. Also haben wir zunächst weitere Literatur gewälzt, um den bisherigen Forschungsstand über die Handlungsgründe bloggender Lehrender zusammenzutragen. Dabei haben wir herausgefunden, dass die Befragten ihr Blog hauptsächlich dazu nutzen, um Informationen zu speichern, anhand des Mediums zu reflektieren und zu kommunizieren. Ob das auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Blogparade so ist, das wollten wir herausfinden. Außerdem wollten wir wissen, ob es vielleicht herausstechende Ausprägungen bei der Nutzung geben könnte, ob es also eventuell spezielle Blogtypen gibt. Die genannten Nutzungsgründe von Blogs bildeten unsere Hauptkategorien: Informationsmanagement, Identitätsmanagement und Beziehungsmanagement. Diesen Hauptkategorien haben wir dann Unterkategorien zugeordnet, die wir ebenso aus der Literatur herausgearbeitet haben. So war unser Analysesystem vorerst komplett. Anhand dieses Systems konnten wir die Texte nun in einem Probedurchlauf durchleuchten. In dieser Rücküberprüfung trafen Theorie und Praxis aufeinander und wir mussten an einigen Stellen unseren theoretisch erstellten Unterkategorienkatalog mit praktisch bestehenden Begriffen erweitern. Den Text also nochmal von vorne durchgearbeitet und am Ende hatten wir eine riesige Excel-Tabelle mit Ergebnissen. Diese Ergebnisse haben wir nun in den jeweiligen Unterkategorien zusammengefasst und heraus kamen unsere drei detailliert beschriebenen Blogtypen mit ihren unterschiedlichen Präferenzen bei der Nutzung von Blogs. Wer an dieser Stelle nicht alles mitlesen konnte, keine Sorge. Unsere Blogtypen stellen wir noch einmal gesondert mit Zusatzmaterial und Erklärungen zur Verfügung, sodass sich jeder in Ruhe damit auseinandersetzen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wiederfinden kann. Viel Spaß beim Stöbern wünscht Ihr E-Portfolio-Team der TU Braunschweig.